Hallo liebe Freunde des gepflegten Transportspielspaßes und willkommen zu einer neuen Aufnahme zu Transport Fever 2. Wir werden uns heute in die zweite Kampagne begeben. Die Menschheit bringt Lauf. Das junge Jahrhundert hält allerlei aufregende Entdeckungen bereit, die den gesamten Transportsektor revolutionieren. Erlebe die rasante Entwicklung dieser erfindungsreichen Epoche. Ja, wieder 6 Missionen. Und so wie es klingt, werden wir wohl diesmal zum Start des 20. Jahrhunderts da unterwegs sein. Ist auch einfach logisch, weil die erste Kampagne war 19. Jahrhundert bis so Übergang 20. Jahrhundert. Und ich denke mal, jetzt werden wir so in den 1910er, 1920er, 30er Jahren unterwegs sein. Mal gucken, wie weit es uns führt. Das Jahrhundert ist noch jung, doch tun sich wundersame Dinge. Da und dort basteln findige Geister an gar kuriosen Geräten mit nur einem Ziel, nichts weniger als die Schwerkraft zu überwinden. Ganz vorne mit dabei beim Wettlauf um die Eroberung der Lüfte ist die Grande Nation namens Frankreich. Hier wurde immerhin die altehrwürdige Montgolfiere erfunden. Gut. Es geht wohl um Flugzeuge, fliegende Kisten, 1904 bis 1914, also bis zu Beginn des Ersten Weltkrieges. Die Bonusaufgaben Fledermausmann, Mona Lisas Lächeln, Konkurrenz schlagen. Und dann starten wir doch mal in dieses neue Jahrhundert. Wie immer hier nochmal der Hinweis für euch, wenn ihr Transport Fever 2 selber spielen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Affiliate-Link von mir zu meinem Partnershop Games Planet. Und dort erhaltet ihr das Spiel ein paar Euro günstiger als bei Steam. Bei Steam kostet es, glaube ich, regulär 39,99. Den Steam Key bei Games Planet erhaltet ihr für 34,99. Und bei jedem Kauf, den ihr über einen meiner Affiliate-Links tätigt, bekomme ich eine kleine Provision, ohne dass für euch irgendwelche Mehrkosten entstehen. Ihr spart also einfach ein bisschen im Vergleich zu den Steam-Preisen und unterstützt mich dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier in dieser Mission erwartet. Die Zeit ist reif für große Taten. Du bist in technischen Belangen talentiert. Und hast gerade ein kleines Transportunternehmen geerbt. Doch warum am Boden kleben bleiben? Einige Experimente mit neuartigen Fluggeräten sind bereits geglückt. Bald wird der erste Aeroplan durch die Lüfte gleiten. Sorge dafür, dass Frankreich diese Ehre zuteil wird. Der Eiffelturm sieht ein bisschen mickrig aus da oben. Dein Freund Louis Blériot, ein Mann mit einem ganz besonderen Gemüt und einem ebensolchen Schnurrbart, hat ein Projekt. Er will das erste funktionierende Flugzeug in der Geschichte konstruieren. Das nötige Kleingeld, das er für dieses Unterfangen braucht, beschert ihm seine Autolampenfabrik, wenn er nur genug Autolampen verkauft. Hilf ihm dabei. Sorge dafür, dass die Fabrik deines Freundes gut läuft, damit er die Gewinne in die Entwicklung seines sehr vielversprechenden Fluggeräts investieren kann. Okay, also es geht noch nicht direkt los mit Flugzeugen, sondern quasi so die Vorbereitung. Und was ganz interessant ist, sind jetzt hier mal so die Dimension der Karte zu sehen, ne? Also hier ist Paris mit der Seine. Hier ist der Eiffelturm, aber wir sehen schon, es ist eher eine symbolische Darstellung. Also klar arbeiten wir hier mit realistischen Fahrzeugmodellen und auch in den Zeiten mit den entsprechenden zu der Zeit verfügbaren Fahrzeugen, aber die Karten sind dann auch eher so, naja, so Symbol, also ich will nicht sagen symbolisch, aber so die Maßstäbe hauen halt hier überhaupt nicht hin. Wir sehen halt hier Paris, hier ist Calais, hier ist Dover und auch die Lage von London ist eigentlich völliger Bullshit, zumal auch die Themse fehlt, der Fluss. Hier in Paris haben sie das noch mit der Seine ganz gut hinbekommen. Aber egal, das ist auch nicht der, ich will mal sagen, der primäre Fokus auf dem Spiel. Gucken wir einfach mal, was wir jetzt hier machen müssen. Beliefere die Maschinenfabrik mit Stahl, damit sie 15 Maschinen produzieren kann.
Wo ist denn die Maschinenfabrik? Die ist hier. Und wo ist die Stahlfabrik? Die ist hier. Das Lustige ist, dass die Stahlfabrik in dem Level gar kein Eisenerz braucht, sondern die produziert so schon. Das ist interessant. So. Die Frage ist jetzt, machen wir das mit Eisenbahnen oder machen wir das mit Fahrzeugen? Das Problem ist, mit Fahrzeugen dauert das einfach ewig. Und ich würde das eigentlich ganz gerne relativ schnell erfüllen. Deswegen einen Güterbahnhof. Ein Gleis, 120 Meter reichen aus. Dreh dich mal in die richtige Position. Mach mal lieber so, dann können wir dich nämlich hier rumführen. Und hier oben natürlich auch. Warum mache ich jetzt keinen Kopfbahnhof? Ja, ich hab das Level noch nicht gespielt, aber ich habe so eine Befürchtung, dass wir da später das Ganze noch ausbauen müssen. So. Wie viel Geld haben wir? Ausreichend. Ja, wir hätten das ein bisschen schlauer bauen können. Jetzt ist das hier verbunden? Ja. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Zugdepot. Wie auch immer bei den letzten Malen werde ich das hier am Stück aufnehmen und bauen das mal auf die Seite. Mal gucken, ob das funktioniert. Und dann in die entsprechenden Folgenlänge schneiden. Also wundert euch nicht. Guck mal. Und ah, das ist doch superb. Jetzt brauchen wir eine Linie. Die geht von hier nach da. Wir nennen sie Stahl. Jetzt müssen wir noch Fahrzeuge kaufen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Haben wir schon Dieselloks? Nein, haben wir nicht. Wir haben immer noch nur Dampfloks. Eine AE35. Die fährt relativ schnell. 100 Sachen. Und die ist auch ziemlich zugkräftig. Hier haben wir noch die ganzen alten preußische, die Preußisch G3, ne? Die jetzt langsam ein Auslaufmodell. Ich glaube, wir machen einen Kompromiss und nehmen hier die PLM220. Die fährt immerhin 60 Sachen. Cargo. Wir müssen Stahl liefern, genau. Dann so. Und wir packen sie auf die Stahllinie. Und dann können wir auch mal hier ein bisschen die Zeit beschleunigen. Da fährt unsere Tuff-Tuff-Bahn los. Und jetzt müssen wir 15 Maschinen produzieren. Er fährt natürlich erstmal in den falschen Bahnhof, wie immer. Bonusaufgaben haben wir noch keine. Wir müssen einfach mal ein bisschen kurz warten. Was haben wir hier eigentlich für eine Stadt? Le Mans. Die liegt da normalerweise auch viel weiter südlich. Hier sieht man auch wieder, dass die Ausrichtung der Karte nord-südmäßig. Obwohl doch, das könnte diesmal sogar hinhauen, dass die Karte hier nach ausgenordet ist. Ja, wobei so. Nee, so richtig. Also. Ich glaube, wir müssen uns komplett davon trennen, dass sie hier irgendwelche realistischen geografischen Sachen uns zeigt. So. Hier ist schon ausreichend Stahl da. Wie viel Stahl braucht der für die Maschinenteile? Braucht der da. Oh, ein Stahl für ein Maschinenteil. Das ist natürlich nett. Hätten wir den Zug sogar noch ein bisschen länger machen können. Das lohnt sich ja sogar. Guckt euch das mal an. Easy. Wir lassen den erstmal einmal fahren und dann kaufen wir auf jeden Fall noch ein paar Hänger. Die Frage ist zum Beispiel, ob wenn man genügend von der Produktion abnimmt. Was ist das Transportding? Ah, womit wird das erst hochgezählt, wenn wir auch einmal transportiert haben? Ach komm, fahr schneller. Vielleicht hätte ich doch lieber die 100 Kilometer pro Stunde Lok kaufen sollen, aber die wäre bestimmt so viel teurer gewesen. Die kleinen Autos, wie süß.
So, hier können wir auch wieder uns die Lok angucken, ne? Wie ging das? Ach, hier war das. Wusch. So, jetzt haben wir einmal geliefert. So, jetzt können wir hier sagen, Fahrzeug verwalten und wir können es ändern. Und können einfach noch ein paar Wagen mit dranhängen. So. Wir haben 11 produziert. Das müsste eigentlich locker ausreichen für 15. Die eine Fahrt. Jawohl. Dank deiner Unterstützung ist es Herrn Bleriot gelungen, ein erstes Modell zu entwickeln. Allerdings scheint er dem Konstrukt noch nicht vollends zu trauen und hat dich gebeten, den ersten Flugversuch zu wagen. 10% haben wir transportiert. Okay, Rundflug absolvieren, Flugzeug einer Linie zuweisen, Flugzeug abheben lassen. Kaufe ein Flugzeug am Flugplatz in Paris und hebe damit ab. Okay. Gibt es noch andere Flughäfen? Hier gibt es noch einen, aber der ist noch nicht benutzbar. So, ist der Zug jetzt voll? Voll mit Stahl? 32 Stahl. Ah, nice. Gut, okay. Flugplatz Paris, ein Flugzeug kaufen. Was gibt's denn da? Es gibt nur ein... Oh Gott, ich kann kein Französisch, deswegen spreche ich das nicht aus. Nee, ich... Also, es gibt hier ein einziges Flugzeug. 1904 bis 1914, Lebensdauer genau 7 Jahre. Das Flugzeug des Luftpioniers Louis... Naja, ihr Französisch halt. So, zack, wir kaufen das. Und wir müssen aber noch eine Linie erstellen, oder? Und hebe damit ab. Ja, wir müssen noch eine Linie erstellen. Gibt's hier ein... Nö. Ah, er macht automatisch den Rundflug draus. Ja, nice. Okay, gut, dann haben wir das. Dann müssen wir jetzt nur das Flugzeug noch... Warte mal, halt die Linie... Nennen wir mal Rundflug und weisen dem Flugzeug die Linie zu. Oh, was ist das Problem? Linie melden folgende Probleme. Ja, was denn für Probleme? Linie enthält zu wenig Haltestellen. Ach so, ja, aber er fliegt trotzdem, oder was? Es fliegt! Hurra! Welch erhabenes Gefühl! Nur die Landung könnte etwas eleganter sein. Daran wird dein Freund noch arbeiten. Das erste Modell, oder was davon übrig ist, will der französische Aero-Club erwerben. Lol, fliegt das Ding einmal hier im Kreis, oder was? Das ist ja witzig. Okay. Flugzeuge verkaufen. Es fliegt, hurra. Okay, verkaufe das Flugzeug. Wow, das war... So. Hier, Flugzeug. Verkaufen. Drüben, jenseits des Atlantiks, sollen die Gebrüder Wright bereits vor dir erfolgreich mehrere Flüge absolviert haben. Angeblich. Sie wollen ihr Können demnächst in Le Mans demonstrieren. Zeige diesen Yankees, wer die wahren Helden der Lüfte sind. Hilf mit, ein noch besseres Flugzeug zu konstruieren, auf das den Amerikanern bewiesen werde, wem der Himmel wirklich gehört. Der Antrieb, das Fabrikat eines überaus exzentrischen italienischen Motorradherstellers, könnte noch einige Modifikationen vertragen. Bringe die nötigen Teile zu Herrn Bleriots Werkstatt. Bleriot, okay. Liefere 30 Maschinen zur Flugzeugwerkstatt. Maschinen kriegen wir ja hier. Wo ist die Flugzeugwerkstatt? Ach, hier. Das können wir mit Autos machen. Dafür müssen wir jetzt hier mal ein paar Straßen bauen. Die Frage ist jetzt, was gibt es denn mittlerweile für Autos? Dafür müsste ich erstmal ein Depot bauen. Straßenfahrzeugdepot. Wir benötigen um Busse und LKWs. Genau. Das bauen wir hier mal direkt daneben. Beziehungsweise bauen wir mal dahin und das, die LKW-Station bauen wir dahin. Okay. Fahrzeug kaufen. Was gibt es denn? Cargo. Was?
Naja, gut, okay. Ich habe schon gedacht, es gibt mal ein paar geilere Autos. Aber so wie es aussieht, nicht. Gut. Dann Straße erstmal. Dann reicht es auch, wenn wir die 40 Kilometer pro Stunde Straße bauen. So. Zack. Trotzdem können wir mal hier die Straßen upgraden. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein LKW-Depot hier bei der Maschinenteilefabrik. Zack. Jetzt müssen wir eine Linie erstellen. Vom LKW zur LKW-Station. Maschinen. Wir brauchen jetzt noch Autos. Die müssen wir hier kaufen. Und da nehmen wir natürlich nicht die Pferdewagen, sondern wir nehmen die DMG Canstad. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und packen die da drauf. So. Wie viele Liefer liegen denn hier mittlerweile? Ach, die müssen vermutlich erst einmal fahren, ne? So, der Zug. Warte mal, der Bahnhof war ja jetzt, das muss ich mal ganz kurz gucken. Das war ja ein Güterbahnhof mit 120 Metern. So, mal gucken, wie lang der Zug mittlerweile schon ist. Fahrzeug ändern. 72 Meter, easy. Komm her, ja. 450 Kilowatt. Höchstgeschwindigkeit in Steigungen. Flach 50, Mitte 50, hoch 50. Okay, naja, jetzt hätte man natürlich auch einfach die stärkere Bahn nehmen sollen. Na, wir haben jetzt hier die hier. Die hat natürlich deutlich höhere Zugkraft. Nee, ich will die ungern noch. Ach, man kann hier mehrere Loks dranhängen? Guckt mal. Das ist ja geil. Was kosten die? Die kostet 1,6 Millionen. Und die hier kostet 3,... Ah, das ist ja cool. Das wusste ich noch gar nicht, dass man da quasi mehrere Zugloks da dranhängen kann. Wir erweitern den Zug, damit er einfach noch mehr Stahl uns hier ranbringt. Ihr seht schon, das Ding produziert ohne Ende Stahl. So, die Autos fahren jetzt einfach erstmal alle leer. Wir haben noch keine Bonusaufgabe bekommen, ne? Es scheint vielleicht eine längere Mission zu werden. Mal gucken. So, die sind jetzt einmal alle leer gefahren. Und erst jetzt. Jetzt sind hier nur 6 Maschinen. Warum das denn? Oder haben. Ah, nee, doch, die haben schon geliefert. Ich nehme alles zurück. Die haben schon einmal geliefert. Sehr gut. Und der Zug. Naja, er ist jetzt wieder im Minus. Dadurch die. Ich weiß gar nicht, ob hier noch die Anschaffungskosten mit drin sind oder ob die nur hier unten mit einberechnet werden. Mal gucken, was der jetzt mit einer Lieferung hier verdient. 44 Stahl. 500.000. Nice. Das ist natürlich richtig ordentlich. So, hier kommen die Autos zurück. Wir haben jetzt schon 23 von 30 geliefert. Das heißt, wie viel ist jetzt hier auf Vorrat? 16. Wie viel können die Autos mit einmal mitnehmen? 5. So, dann. Das müsste. Ah, es reicht locker. 15, 15, easy going. Cool. Damit hätten wir die nächste Aufgabe auch schon erfüllt. Na gut, dann müssen wir jetzt bloß warten, bis die Autos da sind. Und dann haben wir die zweite Aufgabe dann auch schon abgeschlossen.
Ich finde es schon cool, dass das Spiel einen in diesen Missionen da so Schritt für Schritt ranführt. Zumal natürlich auch, wenn dann noch verschiedenere Gefährte, also jetzt in dem Fall Flugzeuge, dazukommen, natürlich auch das Ganze ein bisschen auch komplexer wird, wann man jetzt zum Beispiel ein Flugzeug einsetzt, wann vielleicht ein LKW und wann eine Eisenbahn. Das Spiel hat ein bisschen anderen Ansatz, als ich mir das gedacht hatte. Ich muss aber auch zugeben, dass ich den ersten Teil nicht gespielt habe. Aber er ist nicht schlecht. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen stört, es ist soweit. Sind diese Reich Bonusaufgaben. Wirst du dich mit den Amerikanern messen? Allerlei neugieriges Volk will sich dieses Spektakel ansehen. Also die Bonusaufgaben sind manchmal so ein bisschen für eine Wirtschaftssimulation oder für ein Tycoon-Spiel so ein bisschen strange. So, allerlei neugieriges Volk. Wir müssen also jetzt Personen transportieren. Richte eine Linie ein, um 30 Schaulustige zur Veranstaltung in Le Mans zu transportieren. Quelle horreur, das Bijou des Louvre. Das Bildnis der Mona Lisa ist entwendet worden. Die Museumsverwaltung ist verzweifelt. Finde das kostbare Gemälde und mache die Verantwortlichen dingfest. Ja, genau das meine ich. Also, wir haben ein Wirtschaftsunternehmen. Was haben wir jetzt damit zu schaffen, dass die Mona Lisa geklaut worden ist? Das ist halt ganz witzig. Und auch in der Mission bei der Bagdadbahn waren so ein paar Anekdoten mit dabei. Aber ich finde halt, gehört das in so ein Spiel? Ich weiß es nicht. Aber gut, ich habe Teil 1 nicht gespielt, weil vielleicht waren da auch schon solche Sachen mit drin. Gut, wir stimmen natürlich zu. Die Spur führt zu einer Gruppe von Kunstschaffenden. Sie sollen das Bild aus Protest gegen das altmodische Kunstverständnis der Elite geklaut haben und sind in Reims zu finden. Ja, hier. Falscher Alarm. Die Kunstschaffenden behaupten, sie verehrten die Mona Lisa. Vielmehr seien die Schuldigen im Umfeld italienischer Patrioten nahe Dover zu suchen. Sie wollen das Gemälde heim nach Italien bringen. Die italienischen Patrioten wollen nichts mit der Sache zu tun haben. Zufällig will einer von ihnen neulich nachts nahe des Louvre eine Gestalt gesehen haben, die etwas unter ihrem Mantel verbarg und eilends den Zug Richtung Le Mans bestieg. Le Mans also. Zumal auch diese Mission jetzt hier nur daraus besteht, diese Fragezeichen anzuklicken, ne? Ha! Ein im Museum angestellter Handwerker war es, der das Kunstwerk klaute und bei sich zu Hause in der Wand versteckte. Er hatte sich unsterblich in das geheimnisvolle Lächeln der Mona Lisa verliebt. Wow. Okay. Dann können wir uns jetzt wieder der ursprünglichen Mission zuwenden. Publikum zur Veranstaltung bringen. Richte eine Linie ein, um 30 Schaulustige zur Veranstaltung in den Morgen zu bringen. Hier ist die Veranstaltung. Passt mal auf. Es ist ja nicht genau definiert, was wir jetzt hier genau machen. Also, das schon, aber was jetzt davon die Veranstaltung ist. Wir bauen da mal eine Straße hin. Gebäude. Wir bauen da mal einen Busbahnhof. Die Frage ist auch, was müssen wir hier... Ach, guck mal, hier, da ist die Anbindung, okay. Und jetzt am besten noch ein paar Busstationen hier. Guck mal, einmal hier, einmal da und einmal hier. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Depot. Depot, Tram-Depot, genau. Das müssen wir tatsächlich auf die andere Seite bauen. Können wir die Straßen schon elektrifizieren? Hä? Ach hier, Straßenmodifikationstools, das meinte ich. So, und dann müssen wir jetzt die Linie noch einrichten. Neue Linie. 1, 2, 3, 4. Personen Le Mans. Wurde das so geschrieben? Le Mans?
Ja. Gut, jetzt müssen wir natürlich noch Autos kaufen. Moment mal. Warum ist denn das Menü so komisch? Ich kann nur ach so, weil es nur eine Tramstation ist. Das wird dampfgetrieben, das ist elektrisch. Was ist denn jetzt am coolsten davon? Hier, CE22, was wofür immer die Abkürzung steht. Die fährt 40, die fährt 26, die fährt 27. Emission 69, Emission 80, Emission 69. Na komm, wir kaufen die hier, wir kaufen zwei Stück davon. Wieso kann ich denn die nicht da drauf die Linie setzen? Hä? Weil das Tramdepot noch nicht angeschlossen ist oder was? Oh. So. Jetzt müsste es gehen. So, da ist die Linie. Jetzt. Und da fahren sie los. 30 Personen ist natürlich auch eine ganz schön große Anzahl. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier auch wirklich... Hier steht einer. Das könnte natürlich jetzt eine Weile dauern. So, der Zug ist der einzige, der wirklich hier Einnahmen bringt, ne? Obwohl wir... Na, es kann auch sein, dass durch die Bauarbeiten wir jetzt wieder ins Minus gerutscht sind. Entschuldigung. Was sagt denn das Diagramm? Jawohl, die Einnahmen... Also wir haben schon ein Jahr, in einem Jahr plus gemacht. Es ist tatsächlich die Investition, die uns hier so ein bisschen das Genick brechen. Aber das ist ja am Anfang immer so. Was, wir haben schon 8 Leute? Moment mal. Hier sitzt doch nur einer drinne. Jetzt sind es 9. Ach, scheinbar war bei der ersten Tour so viele Leute da. Wie viel passen hier eigentlich rein? 11 Leute. Okay. Dann könnte man fast noch eine dritte Bahn kaufen. Na gut, dann müssen wir einfach jetzt ein bisschen warten. Was ist eigentlich das hier für eine Fabrik? Sägemühle, okay. Kann man auch sehen, oh, 8000 hat das verdient, das Auto. Auch 8000. Die Autos sind so. Und der Zug ist. Ah, der Zug fährt plus minus null eigentlich fast. Hey, jetzt wird es wieder mehr, das verstehe ich gerade nicht. Ja, man müsste fast überlegen, noch mehr Hänger an den Zug zu hängen, damit sich das lohnt. Aber an für sich hier so viel Stahl. Wie viele Maschinen da liegen denn hier? 27. Die Autos kriegen das, naja, so halbwegs abtransportiert, aber auch nicht wirklich. Also man müsste noch ein Auto mehr, glaube ich, kaufen. Wenn man das hier anguckt. 5, 10, nee, das schaffen die Autos gar nicht. Lass mal noch eins kaufen. Und auf die Maschinen mit ansetzen. So, wir sind bei 22 von 30. Wie viel sitzen hier drinnen? Nochmal 10 Leute. Da haben wir es ja sogar schon. Nice.